Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. In diesem Part müssen wir wieder ein paar Informationen sammeln, deswegen dachte ich mir, wir fangen mit dem Taschendiebstahl an. Also, wir sehen uns dort. So, und los geht's. Warte. Warte, ich muss erst die richtige Entfernung finden. Nein, falscher. Sag ihm, ich sage nein. Ich lasse nicht zu, dass Soldaten sich in mein Geschäft einmischen. Hör zu, alter Mann. Nein, ihr hört mir zu. Das ist mein Hab und Gut nicht seins. Selbst wenn Jesus Christus den Mann persönlich ermächtigt hätte. Es ist keine Bitte, es ist ein Befehl. Oh, das ist ja drollig. Er könnte nicht mal kleine Kinder befehligen. Ich habe gesehen, was er aus dem Hafen gemacht hat. Mich wird er nicht ruinieren. Lest einfach den Brief. Ihr werdet sehen, seine Bedingungen sind großzügig. Ach gut, ich werde mir sein Angebot anschauen. Ich glaube aber nicht, dass ich meine Meinung ändern werde. Und jetzt geht, hinfort. Okay. Taschendiebstahle sind eigentlich nicht immer unbedingt schwierig. Ups. Okay, Donny, was habe ich gerade eben gesagt? So, jetzt aber. Oh Mann, schon wieder entdeckt. Scheiße. Wisst ihr, was ich so saubeschissen finde? Dass man nicht einfach die Leichen entsorgen kann. Auf diese Art und Weise kommen immer mehr Wachen und entdecken immer wieder die neuen Leichen. Und man kann nie seine Mission zu Ende machen. So, jetzt aber. Und was ich auch so mega beschissen finde, es kommen immer wieder neue Wachen. Immer wieder. Seht ihr? Seht ihr? So, jetzt aber. Warten, bis der Opa weggeht. Ich bestille ja nicht gerne alte Leute. Seht ihr, es sind schon wieder neue Wachen da. Schon wieder. Ich finde das... Gut, geschafft. So, jetzt müssen wir hier anscheinend die beiden da hinten verhören. Nein, doch nicht du. Aus dem Bild. Auch du aus dem Bild. Oh Mann. Aus dem Bild. Okay, auf die Bank setzen. So, jetzt müsste es gehen. Es wird immer schlimmer. Seine Furcht kennt keine Grenzen. Er hat die Wachen verdoppelt. Niemand schläft mehr. Bis er den Hafen zu seinem Heim machte, war es nicht so schlimm. Er plant etwas auf See. Deshalb kam er hierher. Doch was? Was hat das zu bedeuten? Ihr beiden dort in der Ecke, flüsternd und intrigierend. Nichts derartiges. Wir haben nur... Nur was? Was habt ihr zu verbergen? Aber ihr irrt. Verfluchte Assassinen. Gewiss sind sie jetzt in der Nähe und beobachten uns. Findet ihr das amüsant? Tatsächlich? Nun lacht, solange ihr könnt. Verdoppelt die Wachen. Welche? Na, alle! Wir haben nicht genug Männer. Findet welche. Ruft unsere Krieger vom Felde zurück, wenn es sein muss. Der sieht aus, als ob er Angst hätte. Okay, also dieses Belauschen, das ist eigentlich ziemlich einfach. Ich denke mal, wir machen jetzt nochmal als nächstes und dann haben wir auch alle Informationen. Hier, dieses komische Rennen oder wie man... Ja, Eskorte ist langweilig. Was haben wir hier? Befragung ist auch langweilig. Informanten, Herausforderung, Attentat, das ist spannend. Und angekommen! Haben sie euch in die Stadt gelassen? Oder habt oh ihr nee, kämpfen nicht lassen? Auf Zeit. Ach. Vielleicht sollte ich respektvoller sein, denn ich brauche nun eure Hilfe. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht und dort die Frau eines teutonischen Ritters beleidigt. So sagt man jedenfalls. Jetzt ist mir eine Gruppe von ihnen auf den Fersen. Könnt ihr mir helfen, mit eurer Klinge? Na klar. Geht ihr zurück, bevor ich die Stadt verlasse, werdet ihr von meinem Wissen profitieren. Oh, das ist wieder knifflig. Ich sehe schon. Oh Mann, 3 in 3 Minuten. Hoffentlich sind die jetzt hier ganz in der Nähe. Wo ist der Kerl? Wo ist er? Halt die Fresse, da hinten ist der Erste. Jetzt komm schon, Assassinenklinge und... Ching. Und jetzt schnell untertauchen. Bevor uns hier jemand sieht. Okay, und jetzt Nächste. Wir sehen uns dort. Oh Mann, sogar 4, das ist ja noch fieser. Ha, dein... Du bist das Opfer. So. Bams. Oh, nee, doch nur 3. Okay, wo ist der Letzte? Oh Mann. Schnell untertauchen. Wir haben noch 2 Minuten. Das muss gut, das ist gut. Jetzt dürfen wir uns nur nicht aufhören zu beten. Sonst entdecken uns die Wachen. Okay,
Ah, das letzte Opfer scheint hinter dieser Mauer zu sein. Da, das ist der letzte. Aus dem Weg und... So, gut. Alle Ziele. Und jetzt müssen wir uns nur noch irgendwo... Nein! Nein! Glück gehabt. Das war cool. Okay, wir sehen uns, wenn ich wieder da bin. Beim Auftraggeber. Wow, beim ersten Versuch geschafft. Awesome. Ihr seid vom Glück verfolgt. Ja. Ihr lebt und ich bin. Das habe ich jetzt, will nichts das angeben, geschickt kann ich gemacht. Euch sagen. Das Einzige, was gefährlicher ist als ein betrunkener Seemann, ist einer, der auch wütend ist. Ich weiß, das ist nicht viel. Aber dank eurer Weisheit wird es euch sicher helfen. Okay. Ein betrunkener Seemann ist nicht so gefährlich wie einer, der wütend ist. Hä? Okay, wir haben genügend Informationen. Wir können wieder zurück zum Chef. Zum Boss. Big Boss. Oder wir haben doch genügend Informationen, ne? Ja, zurück zum Büroleiter. Wir sehen uns dort. So, wir sind da. Und dieses komische, wir sehen uns, wenn ich da bin, ist auch irgendwie unnötig. Haben wir noch genügend Zeit, das Gesabbel anzuhören? Ach was, ich mach's einfach. Seid gegrüßt, Bruder. Wie verläuft eure Suche? Ich weiß alles, was ich über mein Ziel wissen muss. Dann teilt euer Wissen mit mir. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Okay. Ja, auf der Hut, Alter, wir dürfen uns die Feder nehmen. Okay, das sieht alles irgendwie, hört sich irgendwie ein bisschen nach Falle an. Doch wird dies mein Vorteil sein. Angst wird ihn schwächen. Okay. Gut, Leute, dann machen wir im nächsten Video wieder ein Attentat. Freue mich drauf. Also mache ich hier erstmal eine Pause. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Jonas. Tschö, tschö.